Hallo und herzlich willkommen aus dem neuen Speechy Austria Studio, live von der Weltmeisterschaft in Andorra. Wir werden nun das österreichische Team präsentieren und beginnen mit der 23-jährigen Birgit Kohlmeier aus dem Mölldal. Hallo Birgit. Hallo. Wie bist du überhaupt zum Speechy-Fahren gekommen? Dadurch, dass ich in meiner Jugend schon Ski gefahren bin, bin ich eigentlich immer begeisterte Skifahrerin gewesen und dann durch einen Kontakt eben durch den Herrn Brüller bin ich dann eigentlich in dieses Speechy-Team reingeschlittert. Ja. Okay, was macht deiner Meinung nach jetzt den Reiz an dieser Sportart aus? Ja, ich sage einmal, man muss auf alle Fälle die Geschwindigkeit lieben oder besser gesagt mit der Geschwindigkeit umgehen können und einfach den Kopf ausschalten können. Speechy-Fahren, wie würdest du den Sport mit wenigen Worten nur beschreiben? Ja, Speechy ist für mich steil, schnell und geil. Okay. Welche Fähigkeiten sollte man mitbringen zum Speechy-Fahren? Ja, auf jeden Fall. Körperlich sollte man eigentlich schon fit sein, sage ich mal so. Für einen, der was nichts tut den ganzen Sommer oder im Winter, glaube ich nicht, dass es gerade passend ist, diese Sportart, weil du halt doch eine Körperspannung abbrauchst und ja. Also man sollte eigentlich schon sportlich gut drauf sein. Du hast es kurz angesprochen mit Training, fit halten und dergleichen. Wie schaut dein Training sowohl im Sommer als auch im Winter aus? Ja, ich würde mal sagen individuell. Also alles, was mir Spaß macht, egal ob Radfahren, egal ob Schwimmen. Also ich bin da eigentlich ganz vielseitig und ja. Ja, mit welchem Gefühl steht man dann am Start und schaut dann irgendwo die Piste, die Steile runter? Mit welchem Gefühl startet man da in so ein Rennen? Ja, natürlich ist die Nervosität da und man schaut da oben und denkt sich einfach, hoffentlich passt das Material, hoffentlich bin ich selber so fit drauf, damit ich da gut runterkomme und schnell bin. Du hast kurz angesprochen, Material. Welche Rolle spielt das Material bzw. worauf kommt es sonst noch an beim Speechy-Fahren? Ja, ich sag Material. Das glaube ich schon ziemlich wichtig in dieser Sportart, weil der Ski muss einfach laufen und ja, das Material, ja, sicher, das muss einfach alles zusammenpassen und egal ob Körperverfassung oder Material von dem her. Und ich nehme mal an, auch im Kopf wahrscheinlich muss mitspielen, sage ich mal, die gewisse Überwindung und dergleichen. Genau, also eben vom Haus aus muss da ein bisschen ein Blitzer sein, glaube ich. Und eben so wie gesagt, den Kopf einfach ausschalten. Wildsau ist auch wieder das nächste Stichwort. Viele Zuschauer fragen sich daheim, wenn sie Bilder davon sehen, boah, das sind ja narrisch oder was weiß ich. Wie gefährlich ist deiner Meinung nach dieser Sport? Ja, ich habe es mir vorher auch gedacht. Ich habe mir auch selber gedacht, wie kann man das nur machen? Aber irgendwie wird man süchtig nach dieser Geschwindigkeit und was jetzt die Gefahren anbelangt, sicher, wenn man stürzt, ist sicher nicht fein. Das Speechy-Fahren, war das für die immer schon irgendwo ein Thema oder ist das einfach spontan entstanden, beziehungsweise kommst du eben aus dem alpinen Bereich? Ja, ich komme eben aus dem alpinen Bereich. Ich bin eben in meiner Jugend, wie gesagt, schon Ski gefahren. Habe eigentlich immer schon eher zu den schnellen Disziplinen hin tendiert. Dass ich einmal wirklich anfange, das so professionell zu machen, hätte ich mir eigentlich nicht gedacht. Mache es auch noch nicht so lange und ja, also es war eigentlich nicht in meinem Plan drinnen, aber eben unverhofft kommt oft. Okay, mit welchen Erwartungen gehst du jetzt in diese Weltmeisterschaft? Ja, natürlich. Ich sage, als Sportler ist man sicher ehrgeizig und man will immer die Beste sein. Also man ist, glaube ich, sonst am falschen Dampfer, wenn man nicht die Beste sein will. Und man wird natürlich alles geben und ich hoffe, dass ich vorne mitmischen kann und ja, ich werde halt alles dafür geben und Gas geben. Das heißt, wenn alles passt, dann könnte man dich vielleicht als Medaillengewinnerin feiern? Ja, schön war's. Aber ja, ich werde alles geben und. Also auch nach dem Motto, wenn es passiert, passiert es und sonst ist es auch kein Problem, nachdem es ja die erste Großveranstaltung ist. Genau, oder? Genau. Das ist meine erste Großveranstaltung und am Leine schnuppern und vielleicht geht's. Okay, dann wünsche ich dir alles Gute für die Bewerbe und sage herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, ich sogar danke.